Die Erkenntnis, dass wenige Bilder mehr aussagen als viel Text, ist im Zeitalter der neuen Medien wirksam umzusetzen. Es gilt, Wissen so abzubilden, dass es visuell mit allen Sinnen aufgenommen werden kann. Die zu lernenden Regeln und Handgriffe sind plastisch und lebendig über die darstellenden Hände in feinmotorischen Prozeduren zu strukturieren. Wenn es uns gelingt, ins Unterbewusstsein des Obi-Kunden einzudringen, dann wird für den Obi-Kunden alles ganz einfach. Wie so etwas, gemäß der geheimen Verführung, heute multimedial abläuft, wollen wir anhand dieses 6-minütigen Piloten Laminat, alles in Obi, alles ganz einfach, zur Diskussion stellen. Aus Kostengründen haben wir hier auf Schauspieler, Kostüme, Wohnungskulissen und so weiter bewusst verzichtet. Letztlich hat jedes CD-ROM-DVD-Produkt folgenden Aufbau. Das multimediale Format Heimwerker, Show, alles in Obi, alles ganz einfach, hat grundsätzlich eine 30-minütige Laufzeit zuzüglich der jeweiligen Rahmenproduktgeschichte von ca. 3 bis 4 Minuten. Die Verbindung zum Internet ist jederzeit möglich. Zwei Freunde, Sieger des gleichen Wettbewerbs. Nun wollen Obi Bieber und Pico gemeinsam den Multimedia-Preis 2003 gewinnen, unter ihrem Motto Verkaufen mit allen Sinnen. Hier und heute der Start zum Ziel. Wenn die Bilder im Internet richtig laufen können, sind wir, Obi Bieber und Pico, schon da. Als Beispiel haben wir Laminatverlegen gewählt, der Obi-Marke Montana. Wichtige Regeln. Damit es alles ganz einfach wird und wir gemeinsam einen bieberstarken Laminatboden bekommen, vorab wichtige Verlegeregeln und Tipps. Weitere wichtige Regeln siehe Dr. Allwissen. Nun müssen Opa, Vater und Enkel nicht streiten, wenn das erste Brett und alle weiteren mit der Nutseite zur Wand verlegt werden. Schnell vergeht sonst der Spaß unter den Männern und die Frauen bestellen garantiert am Montag den Parkettverleger und das wird teuer. Wir drehen im Obi-Markt Neukölln Grenzallee. Das Filmteam hat Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der Obi-Bieber kann leider gar nichts sehen und das Pico-Kostüm ist für diesen Aufnahmetermin noch nicht fertig geworden. Aber dennoch, los geht's, die erste Klappe fällt. Viel Spaß! Obi Bieber, lieber Freund, was willst du mir heute in deinem Biber-Wunderland? Alles in Obi, Interessantes zeigen? Ach weißt du, Pico, schon seit meiner Geburt liebe ich natürlich Holz und das schmackhafte Laminat. Ein tolles Produkt. Au, das kann ja spannend werden. Große Auswahl. Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist garantiert etwas dabei. Hallo! Wie geht's euch? Ihr beide seid gut drauf. Hier geht es zum Laminat. Wir sind auf der richtigen Fährte. Bei Obi gibt's immer Spaß. Schau, Pico, da ist die vielfältige Laminatauswahl. Für jeden Fußboden geeignet, egal wie uneben er ist. Prima, aber sei ehrlich, Obi Bieber. Wie willst du diese feinen Bretter mit deinen dicken zwei linken Pfoten sauber verlegen? Schwierig, schwierig. Ja, da hast du, schlaues Kerlchen mit deiner langen Nase, mich wieder einmal reingelegt. Also gut, wann treffen wir uns bei deinen Holzwürmern in den LTA-Werkstätten? Alles ganz einfach. Gleich heute Nachmittag. Wir nehmen Montana-Laminat und die prima Verlegewerkzeuge von der Firma Lux gleich mit. Okay? Okay, das ist doch die Abkürzung von Otto Krüger. Das ist richtig. Wir hätten gern eine Obi-Tüte. Vielen Dank. Na, nun zeig einmal, was wir alles von Lux zum Verlegen von Laminat brauchen.
Nun, Pico, biebern wir uns schnell zu den LTA-Werkstätten. 1, 2, Obi-Biber. Ja, wir eilen. Willkommen, lieber Obi-Biber, in unserer alten Schmiede. Lass uns gleich im Buch der LTA-Hilfe blättern. Oh, hier fühle ich mich gleich zu Hause. Die Obi-Marken biberstark in Qualität und Preis. Montana Laminatböden, ab Blatt 20. Oh, schau mal. Ist das nicht eine schöne farbige Bildhilfe? Das findest du auch im Internet bei obi@otto. Prima, lass uns zu den Holzwürmern gehen. Die erwarten uns schon. Ich stell dir nun unsere Holzwürmer vor. Tischlerin Birgit, Tischler Detlef, Drechsler Matthias, Tischler Frank, Zimmermann Candy. Die 6 Grundhandgriffe. Erster Handgriff. Zur Trittschalldämmung und zum Ausgleich kleiner Unebenheiten wird eine 2 mm dicke Korkdämmunterlage bündig ausgerollt. Zweiter Handgriff. In der rechten Raumecke beginnend wird das erste Brett, wir nennen es das erste Element, verlegt und mit Keilen fixiert. Dehnungsabstand zur Wand 10 bis 15 mm. Dritter Handgriff. Die Elemente der ersten Reihe werden stirnseitig mit Hammer und Schlagklotz zusammengefügt. Vierter Handgriff. Mit dem Reststück der ersten Reihe wird in der nächsten Reihe wieder begonnen. Dadurch wird der Verschnitt erheblich reduziert. Fünfter Handgriff. Die weiteren Elemente sind zu den angrenzenden Elementen anzulegen. Dabei werden die einzelnen Elemente stirnseitig mit Schlagholz und Hammer mit dem rechts angrenzenden Element zusammengefügt. Sechster Handgriff. Das letzte Element wird unter Berücksichtigung eines stirnseitigen Dehnungsabstandes von 10 bis 15 mm zur Wand zugeschnitten und mit dem Montageeisen eingefügt. Werden zwei Elemente mit Hammer und Schlagholz zusammengefügt, bleibt immer eine Dehnungsfuge von ca. 10 mm erhalten. Obi-Biber, lieber Freund, zum Abschluss einen kleinen Einblick, was die Holzwürmer so hobeln, drechseln und hämmern. Oh, da schlägt das Biberherz und denkt dabei an die vielen Dinge aus dem Montana-Programm für unsere Handwerkershow für die ganze Familie. Alles in Obi, alles ganz einfach. Die haben gut lachen. Es war die 8. Klappe winken. Nun will ich endlich nach Hause. Alles in Obi. Alles ganz einfach. Das Leben ist schön.